von unseren Hobbys könnt ihr euch anstecken lassen. Das Tolle an meinem Hobby ist, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt ist, weil man viel verarbeiten kann, was so im Alltag ist oder auch was einem im Kopf ist. Man kann alles aus sich rauslassen, man kann Dinge besser erklären, wenn man sie aufmalt, anstatt aufzuschreiben, finde ich persönlich. Man fängt viel an, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, gibt sich gegenseitig Inspiration für die nächsten Bilder und es macht sehr viel Spaß. Malen tue ich, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube es hat angefangen, da war ich 6 oder 7, wo wir zu einem Mutter-Kind-Malen gegangen sind und dann habe ich irgendwie nie aufgehört damit zu malen. Also zwischendurch habe ich eher angefangen so Sketche zu machen oder auch Graffiti und bin dann irgendwann wieder zurück zum Leinwandmalen oder aber halt auch Bleistiftzeichnungen und ich mache weiter, weil ich finde, dass auch Kunst viele Menschen inspirieren kann für offenes Sein, also für offenes Denken und man sich in andere Gegenden träumen kann, wenn man gerade nicht wegfahren kann. Also im Moment male ich ein Bild vom Meer, weil ich das Meer vermisse. Und ich kann ja gerade nicht hinfahren. Also ich persönlich bringe sehr viel Zeit auf. Das Bild, was ihr neben mir seht, das hat um die 5 Stunden vielleicht gedauert. Es kommt aber immer drauf an, also wenn man kleinere Bilder malt oder auch weniger Zeit hat, also es ist wirklich jedem das zu entscheiden, wie viel Zeit er dafür aufbringen möchte und wie intensiv er es wirklich an einem Tag machen kann. Das Gute ist halt, dass man es auf eine Woche verteilt auch machen kann oder einen Monat oder ein Jahr. Ich habe auch schon mal ein Jahr lang ein Bild gemalt. Ganz wenig Materialien eigentlich. Also man muss ja nicht immer Aquarell malen. Also zum Beispiel ich male im Moment mit Aquarell. Es sind so Tuben, die man auf ein, weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Da kann man auch Farben sehr gut mischen. Pinsel, ganz viele. Und natürlich eine Leinwand. Das wäre natürlich auch ganz gut. Aber es geht halt auch einfacher. Man kann auch sich einen Block holen. Der ist jetzt extra für Aquarell und Acryl, aber auch für Bleistiftzeichnungen. Das heißt, es ist ein bisschen dickeres Papier. Bleistifte, Radiergummi, Spachtel für Ölmalerei. Also es gibt viele unterschiedliche Sachen und man kann sich da komplett austoben. Das ist schwierig. Ich mache sehr gerne Acrylmalerei, einfach weil sich dadurch die Farben auf der Leinwand auch noch mitmischen. Das ist für Universum, also für Bilder, die in Richtung Universum gehen, sehr praktisch. Aber auch Acryl ist halt sehr schön für Wolken oder Himmel oder Bäume. Also das finde ich ziemlich praktisch, weil die Farbe sich eigentlich ist es ein Ölpinsel, aber mit diesen Borstenpinseln gut als Tupfer für Bäume machen lässt. Und ja. Also was auf jeden Fall gut ist beim Malen, ist, wenn man die Feinmotorik trainiert, ist ganz gut. Und nach dem Malen man fängt an, sich besser zu konzentrieren, habe ich das Gefühl. Also man möchte ja auch etwas fertig haben und dadurch konzentriert man sich. Und wenn man am Ende sieht, was man geschaffen hat, ist es ein sehr gutes Gefühl für einen selbst. Und ja, also
Man wird auch ruhiger. Also mir hilft es ganz doll, wenn ich, also ich zitter sehr oft, dass ich, wenn ich male, dass ich dann ruhiger werde. Man kann schon. mir ist es sogar passiert. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein Bild verkauft. Da war ich sehr glücklich. Das ist auch, also nicht, also meine Freunde kriegen von mir Bilder zum Geburtstag oder auch Familie. Aber da war dann wirklich ein Fremder, den ich nicht kannte, der ein Bild von mir kaufen wollte. Ja, also zum Beispiel, wenn man mit Ölfarben malt, einmal gibt es die Möglichkeit, Ölfarben selber anzumischen. Das bedeutet, ihr bekommt ein Pulver, was ihr mit Öl anrührt, mit einem speziellen. Das ist erstmal sehr aufwendig. Dann bei Ölfarben ist auch der Nachteil, sie dauern ewig zu trocknen. Ich habe ein Ölgemälde gemalt im März und jetzt ist Mai und es ist jetzt erst trocken. Also es dauert wirklich sehr, sehr lange. Bei Bleistiftzeichnung zum Beispiel, ich bin Linkshänderin und wenn ich dann zeichne, sind meine Hände immer komplett von der Farbe, genauso wie auch bei Gemälden. Die Schlepperei ist manchmal auch so eine Sache, wenn man draußen, man kann ja malen, kann man ja überall, ob jetzt zu Hause oder draußen. Ich setze mich gerne bei uns um die Ecke ans Engelbecken und male da gerne das Wasser. Und das dann mal hin und her schleppen ist ein bisschen anstrengend. Ja, Vanillepudding mit Schokosoße.